Ja, ich glaube, wenn man so auf der Suche ist nach jemandem, der einem nicht mehr verfügbar ist, wie man das so kennt, dann geht man ja vielleicht dahin oder sucht so nach den Dingen, in denen diese Person noch ist, wo man sie erahnt, wo man was von ihr sehen oder empfinden kann, was vertraut ist. Und der ganze Song ist ja eigentlich diese Suche, ne? Man versucht zu verstehen, was als nächstes kommt und wie das jetzt aussehen kann, wenn alles anders ist, so. Ja. Lass mal Feuer. Something proves